die Wirtschaft fördern und Touristen anlocken. Winterthur hat das als erste Grossstadt unter einem Dach vereint machen. Der Mehrheit vom Winterthurer Gemeinderat ist allerdings nicht ganz klar, welche Strategie das Haus auf Winterthur verfolgen soll und hat das Projekt darum gestern Abend auf Antrag von der GLP mit 31 zu 22 Stimmen an den Stadtrat zurückgeschickt. Wir haben von Anfang an moniert, dass uns wie Ziel fehlen. Woher wollen wir wirklich und was sind denn da für konkrete Massnahmen geplant? Und da ist uns gesagt worden, ja, so weit sind wir noch nicht, wir haben die Ziel und Strategie noch nicht fertig. Es hat zwar ein paar Punkte gegeben, wo man schon mal ein bisschen darauf hingedeutet hat, aber uns war es zu wenig. Gar nichts von dieser Rückweisung halten die FDP und die SVP. Wie der Fraktionspräsident der Winterthurer SVP sagt, habe man genug Zeit gehabt, Anträge in der Kommission einzubringen. Wieso die GLP das nicht gemacht hat, versteht er nicht. Wir haben die Weisung im Juni bekommen. Wir haben die ganze Sommerferie Zeit gehabt, um die Weisung zu lesen, um Verbesserungsanträge zu bringen. Von den Grünliberalen sind keine brauchbaren Resultate gekommen, Anträge. Wir haben in der Kommission einen Antrag gehabt, wo man sagt, man wollte alle vier Jahre darüber abstimmen, wo es in der Kommission sogar eine Mehrheit gehabt hat. Also die Argumente, die Grünliberalen gebracht haben zum Rückweisen, die sind wirklich sachlich nicht haltbar. Gescheitert ist das Haus auf Winterthur aber nicht. Der Zeitplan soll trotz Ehrenrunde nicht geändert werden. So wichtig ist das Projekt, so der Daniel Oswald weiter. Und auch für Annette Steiner von der GLP ist die Rückweisung nicht ein Versuchsprojekt zu verhindern, sondern zu verbessern. So Vogelfriss- oder Stirbvorlagen kommen einfach in der Politik sehr schlecht an. Und ich denke, jetzt kann man wieder in Ruhe daher sitzen, die Arbeit weitermachen. Die Arbeit bleibt ja nicht stehen. Man macht dort weiter, wo man war und liefert die Informationen, die das Parlament wünscht und die sie mit Einfluss nehmen damit man wirklich diskutieren kann. Wir wollen einen Diskurs haben. Wenn nichts weiteres mehr dazwischen kommt, soll das Winterthurer Stimmvolk schon im Februar über das Haus auf Winterthur abstimmen können.